Haben Sie Ihre Koffer schon gepackt? Endlich können wir ja wieder reisen. Immer mehr Länder öffnen ihre Grenzen, auch wenn es noch einige Virusvariantengebiete gibt. Aber Reisen ist wieder möglich. Und was ist eigentlich, wenn diese Reise nicht eine reine private Urlaubsreise ist, sondern wenn Sie da auch geschäftlich zu tun haben? Für die Firma? Wenn Sie einen Kunden besuchen oder ein Video für Ihren Kanal drehen? Oder für eine Insta-Story neues Material recherchieren auf der Reise. Überlegen Sie dann, da einen Teil der Reise abzusetzen bei der Steuer? Ich verrate Ihnen, wie das geht und was die 9-Euro-Beträge sind, die das Bundesfinanzministerium dazu akzeptiert. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind die Ersten in Sachen Steuer- und Finanzamt, die Bescheid wissen. Ja, wie ist das mit den Reisekosten? Reisekosten kann man bei der Steuer ja angeben, von der Steuer absetzen. Und das Bundesfinanzministerium, das akzeptiert da ganz bestimmte Eurobeträge. Wenn Sie also hingehen und sagen, ich fahre jetzt in ein ganz bestimmtes Land und da habe ich vor, das und das geschäftlich für die Firma zu machen, dann können Sie Pauschalen absetzen. Pauschalen heißt, das Finanzamt akzeptiert da bestimmte Beträge pro Tag in Euro und diese Beträge, die verändern sich jedes Jahr. Ich zeige Ihnen, welche Beträge für dieses Jahr gelten. Ich verlinke es auch in der Videobeschreibung unten, da können Sie es in Ruhe nachschauen. Hier sehen Sie das. Wir haben das auf bundesfinanzministerium.de, ne? Das sind diese berühmten BMF-Schreiben. Ja, hier finden Sie das. BMF. Das ist eben Bundesfinanzministerium, hier oben links, ne, mit dem Wappen. Die machen diese Schreiben. Ja, die veröffentlichen die und dann gelten die für alle Finanzämter. Also, wenn Sie das in der Steuererklärung 1:1 dazu machen, dann passt das und das Finanzamt akzeptiert das auch. Ja, Sie sehen hier, das Schreiben ist schon ein bisschen älter, 3. Dezember 2020. Ja, das war mitten im Lockdown, deswegen habe ich da auch kein Video zu gemacht. Reisen unmöglich. Aber dieses Schreiben, das gilt heute immer noch, Sommer 21. Ne? Ja, die Einführungsteil, den können Sie sich anschauen, wenn Sie wollen. Da ist ein bisschen Erklärungssprache drin und ein Beispiel. Was uns interessiert, ist das hier. Hier sehen Sie das. Die Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland. Alles klar, das ist wieder typisch Steuersprache. Das bedeutet im Endeffekt, wir nehmen hier gleich als erstes mal Beispiel. Sie fahren nach Ägypten. Ja, dann haben Sie hier bestimmte Pauschalen, die Sie absetzen können bei der Steuer. Und das ist einfach für jedes Land, wo Sie hinreisen können, haben Sie hier unterschiedliche Beträge. Ja, Sie sehen hier Chile, sind alle möglichen Länder drin. Das ist streng alphabetisch sortiert. Wir haben auch bei einzelnen Ländern wie zum Beispiel Italien. Da haben wir dann auch nach Städten differenziert. Ne? Hier haben wir Mailand und Rom und übriges Italien. Das ist nicht bei jedem Land so. Das liegt einfach daran, dass in den Großstädten teurere, höhere Pauschalen bei der Steuer abgesetzt werden können. Ja, da können Sie mehr angeben. Sie sehen es auch hier, Kanada, die Großstädte, da geht mehr als eben im übrigen Kanada. Jo, es geht von A bis Z. No? Und auf jeder Seite finden Sie, wie Sie das verstehen müssen oder absetzen können bei der Steuer. Sie sehen hier das mit den Pauschbeträgen für Verpflegungsmehraufwendungen. Und hier haben Sie in der linken Spalte, wenn Sie 24 Stunden am Tag unterwegs sind. Ja, also einen ganzen Tag, zum Beispiel hier Niederlande. Für den ganzen Tag können Sie hier 47 Euro angeben. Wenn Sie aber am Anreisetag und am Abreisetag haben Sie ja die 24 Stunden nicht voll. Sie starten in Deutschland,
kommen nachmittags an oder abends zurück genauso. Dann ist es wichtig, wenn Sie mehr als 8 Stunden unterwegs sind, können Sie auch was angeben. Hier in dem Fall 32 Euro. Wenn Sie weniger als 8 Stunden unterwegs sind, gibt es nichts zum Absetzen. Ja. Und dann gibt es eine dritte und auch letzte Spalte. Das ist der Pauschbetrag für Übernachtungskosten. Ja, da haben wir hier in den Niederlanden 122 Euro. Ja. So, das Besondere an dieser Übernachtungspauschale mit den 122 Euro jetzt in Holland, das ist, wenn Sie jetzt nach Holland fahren und Sie haben eine Unterkunft gebucht, die gar nicht 122 Euro kostet, sondern zum Beispiel 60 Euro, dann können Sie die 122 Euro trotzdem absetzen, weil das eben dieser Pauschalbetrag ist, der akzeptiert wird bei der Steuer. Wenn Sie jetzt was Teureres gebucht haben, zum Beispiel für 150 oder 180 Euro, dann können Sie das auch absetzen, aber natürlich nur mit der passenden Rechnung dazu. Vom Hotel, vom Ferienhaus, ne? Da brauchen Sie dann eine richtige Rechnung. Aber der Witz an diesen Pauschalen ist, dass Sie dafür keine Rechnung brauchen. Jetzt werden Sie sagen, okay, aber wie glaubt mir das Finanzamt denn dann, dass ich da wirklich geschäftlich war? Ja, wenn ich jetzt in Holland war, an den Traumstränden, Noordwijk zum Beispiel, wunderschöne endlose Strände. Wie glaubt mir dann das Finanzamt, dass ich da auch geschäftlich war? Verrate ich Ihnen. Schauen Sie mein Video dazu an, da erkläre ich das ganz genau, wie Sie das so aufschlüsseln, dass das Finanzamt Ihnen das glaubt und dass Sie es eben bei der Steuer angeben können. Entweder komplett die Reise oder Sie sagen, da war ein Teil privat und an den anderen Tagen, da habe ich Kunden getroffen. Da habe ich Videos gedreht oder Material recherchiert für meine Posts, für meine Insta-Stories. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Reise, wohin es auch immer geht. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18:30 wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.